tierisch engagiert, präsentiert von den Stadtwerken Wismar. Umgeben von Wald, Wiesen und Feldern liegt der Aktion-Tier Lottihof im Landkreis Nordwestmecklenburg, nahe der Hansestadt Wismar. Der Bauernhof ist eine Begegnungsstätte zwischen Kindern, Familien und Tieren. Der Leitgedanke, gemeinsam etwas für Tiere und die Natur bewegen zu können. Der pädagogische Mehrwert, Kinder sollen den verantwortungsvollen Umgang mit Tieren lernen. Hierfür lädt der Lottihof regelmäßig Kindergärten und Schulklassen ein. Heute sind 6 Kinder der Kita Kleine Strolche auf dem Hof. Sie erledigen ihre Aufgaben pflichtbewusst und mit viel Engagement. Gegründet wurde der Lottihof 2010 von Christine Geburtig. Okay, dann komm mal bitte einmal hier zu den alten Eseln, dass du hier einmal bei der Kindergartengruppe bleibst. Ich muss einmal Jolien abziehen. Als Leiterin hat sie den Bauernhof und ihre Mitarbeiter unter Kontrolle. Seit 30 Jahren engagiert sich Christine Geburtig für den Tierschutz. Ich habe früher im Kinderhospiz ein Streichelzoo aufgebaut in Berlin. Und da hatten wir die Eseldame Lotti und Darwin. Und als ich mit denen gearbeitet habe, 8 Jahre dort, habe ich dann irgendwie gesagt, wenn die in Rente gehen, brauche ich einen Hof, wo ich die mitnehmen kann. Für meinen Lieblingsesel Lotti. Ne? Und deswegen auch Lottihof. Und da haben wir damals lange nach einem passenden Hof gesucht und haben das hier gefunden in Seefeld. Und das ist einfach traumhaft schön hier. Aktuell leben rund 330 Tiere auf dem Hof. Dabei handelt es sich um Tiere aus schlechter Haltung, die durch die Behörden beschlagnahmt wurden. Der Lottihof gibt den Tieren ein glückliches Zuhause. Der Bauernhof finanziert sich durch Lebensmittel und Geldspenden. Wir werden von Aktion Tier unterstützt. Wir kriegen seit 3 Jahren einmal im Jahr vom Landkreis ein bisschen Unterstützung und ansonsten nur Patenschaften, Spenden. Ne? Und da sind wir natürlich immer drauf angewiesen. Ne? Freuen uns auch über viel ehrenamtliche Hilfe. Neben den Ehrenamtlichen und Festangestellten arbeiten Auszubildende und Praktikanten auf dem Hof. Einer von ihnen ist Jolien Kehler. Die 17-Jährige absolviert ein einjähriges Schülerpraktikum. Später möchte sie Tierpflegerin werden. Ich finde es auch toll, was Tina hier mit ihren Kollegen macht, dass sie Tieren aus Not rettet, also aus der Not rettet. Und das hat mich halt wirklich bewegt, hier ein Praktikum zu machen. Der Lottihof freut sich immer über tierlebenden Besuch und unterstützende Spenden. Christine Geburtig und ihr Team heißen alle herzlich auf dem Lottihof willkommen.